Antifaschismus, Judenverfolgung, Kommunistenverfolgung, Sozialdemokratenverfolgung, Christenverfolgung. Das ist die demokratische Tradition und diese nationale Identität Deutschland will ich auf keinen Fall wiederhaben. Hallo, es nicht in Deutschland. Punkt 1. Und dann Punkt 2. Ein Haus der Demokratie schaffen. Das ist ein Demokratieknast. Da sperrt man die Demokratie ein, weil man sie in der Realität nicht entwickelt, nicht weiterentwickelt, sondern den autoritären Staat fördert. Den Polizeistaat auf Abruf, wo harmlose Klimaaktivisten 30 Tage in Präventivhaft kommen. Wo der Terroristen gerettet wird, weil sie sich auf der Straße ankleben. So bescheuert ich das Ankleben selbst finde. Aber Demokratie heißt für mich in erster Linie Freiheit. Heißt für mich die zivile Gesellschaft mit Teilhabe. Amerikanski ist für mich ein Schreiber, der hat die Konzepte dafür entwickelt. Und wer das nicht weiß, der weiß nichts von Geschichte. Der weiß auch nichts von bürgerlicher Demokratie, die sich weiterentwickelt zu einer wirklichen radikalen Demokratie. Ihr macht das Gegenteil. Zweiter ganz wichtiger Punkt. Das war dritter. Ihr verleugnet doch einfach, wie wirklich die Geschichte hier in Deutschland aussieht. Die bürgerliche Demokratie in Deutschland im Gegensatz zu Frankreich ist eben nicht vom Bürgertum erkennt worden. Das Bürgertum in Deutschland hat kläglich versagt. Die Kaufleute wollten nicht kämpfen. Die haben die Bauern vorgeschickt und die haben es alleine nicht geschafft. Um es mal so zu sagen, um es ganz kurz und knapp zu halten. Wer, ich wiederhole, wer die Demokratie erkämpft hat, das war die Novemberrevolution 1918, die Arbeiter und Soldaten, Mädel, ja, rechts außen ist klar, dass ihr da pöbelt. Die haben die Abdankung des Kaisers erzwungen. Die haben die Republik erkämpft, die Voraussetzung der bürgerlichen Demokratie geschaffen. Darüber redet hier keiner. Solange ihr euch dieser Geschichte nicht stellt, ist das alles hier hohles Gerede, ist das hier eine Realitätsverweigerung. Ihr geht an der Realität da draußen vorbei, ihr schafft eine eigene Realität in diesem Haus der Demokratie. Es ist lächerlich. Wir lehnen das Haus der Demokratie leidenschaftlich ab. Weil wir genauso leidenschaftlich für alle Möglichkeiten der freien Willensäußerung draußen kämpfen wollen, für lebendige Plätze, für Kommunikation in der Stadt, für das Kämpfen gegen den rechten Vormarsch in dieser Gesellschaft, für das Kämpfen gegen die Faschisten, die sich immer besser organisieren und die den Osten zum Teil schon zur Hälfte übernommen haben, wo sich lieber Bade nicht mehr frei auf der Straße bewegen können, nur weil sie anders aussehen. Das sind die Sachen, wo wir kämpfen müssen und nicht ein Haus der Demokratie bauen, Geld verschleudern für so einen Demokratieknast. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wir brauchen, natürlich brauchen wir, und da stimme ich ausnahmsweise mal mit Uwe Paulsen zu, wir brauchen eine Öffnung der Paulskirche, ja, für die alle Menschen hier in der Stadt, für die, die für eine Demokratie kämpfen, die dafür kämpfen, dass wir niedrige Preise haben, dass wir Sozialwohnungen haben, die kämpfen für die ökologische Verwirklichung dieser Stadt, für eine andere Baukultur. Diese Öffnung brauchen wir. Kein Haus der Demokratie. Ich bin traurig mit euch. Da fehlt mir fast der Abi. Ich finde das sowas von daneben. Ich finde das sowas von peinlich, wie hier eine neue Republik beschworen wird. Eine neue Republik beschworen wird, die es nicht gibt und die es in der Vergangenheit gegeben hat. Ihr könnt so nicht die Vergangenheit vergessen machen. Es hat hier den S-Faschismus gegeben. Es hat die Jugendgettos gegeben. Es hat die Verfolgung von Linken und Christen in diesem Lande gegeben. Es gibt keine ruchlose Demokratie. Und solange ihr das nicht begreift, wird diese ganze Veranstaltung zum Scheitern verurteilt sein. Macht lieber
Alternative öffnet die Paulskirche, macht demokratische Vorgänge in der Paulskirche, Auseinandersetzung, wo aber wirklich auch die Kräfte beteiligt werden, die nicht hier im Parlament sitzen. Jawohl. Und spart euch das Haus der Demokratie und finanziert damit demokratische Vorgänge, Auseinandersetzung und Demonstrationen für ein wirklich würdevolles Leben in dieser Stadt. Das findet außerhalb dieses Hauses der Demokratie statt. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Jedes kommunale Wahlrecht wäre mehr wert. Genau. Ja, genau. Das wird kommunales Wahlrecht, ja, habe ich vergessen, für alle. Bitte schön.